Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, seit der Wiedervereinigung haben rechtsextrem motivierte Täter mindestens 152 Menschen getötet. Das berichten zumindest der Tagesspiegel und die Zeit in ihrer Berichterstattung vom 21. März 2013 auf der Grundlage gemeinsamer Recherchen. Dass Sie da allergisch darauf reagieren und sofort in den Verneinungsreflex hineinfallen, verwundert mich an dieser Stelle nicht. Nichtsdestotrotz werden Sie die Tatsachen hier nicht relativieren können. Die Bundesregierung spricht unter Bezug auf Polizeiangaben bisher nur von 63 Todesopfern. Mehrere Monate lang hatten die beiden Zeitungen Gerichtsurteile ausgewertet und Staatsanwaltschaften, Polizeibehörden, Nebenklagevertreter sowie Hinterbliebene befragt. In zahlreichen Fällen hätten Polizei und Justiz ein rechtes Motiv nicht oder nur unzureichend wahrgenommen, darunter auch in 5 Fällen aus Mecklenburg-Vorpommern. Die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen hat die Landesregierung in Form einer Kleinen Anfrage gefragt, warum in diesen 5 Fällen ein rechtes Motiv verneint wurde. Die Antwort lautete, zitiere, in den Fragen 1 bis 5 dargestellten Fällen konnten keine Anhaltspunkte bzw. Tatsachen festgestellt werden, die eine rechtsgerichtete Tatmotivation begründet hätten. Sehr geehrte Damen und Herren, diese Antwort ist aus unserer Sicht zumindest oberflächlich. Ich persönlich glaube, dass diese Antwort unrichtig ist. Wie die Dokumentation 152 Schicksale, sie starben, weil sie anders waren, von Tagesspiegel und Zeit zeigt, gab es in jedem einzelnen der 5 Fälle, es gibt ja noch mehr Fälle, die untersucht worden sind und bei denen man zunächst nicht zu diesem Ergebnis gekommen ist, aber in diesen 5 Fällen gab es in jedem Einzelfall Anhaltspunkte für eine rechtsgerichtete Tatmotivation. Es stellt sich daher die Frage, warum Polizei und Justiz diese nicht als solche erkannt und benannt haben. Soweit, sehr geehrte Damen und Herren, die Ausgangslage. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen von der SPD und der CDU-Fraktion, sehr geehrter Herr Innenminister, manchmal kann Politik eigentlich ganz einfach sein. Einfach wäre etwa nach Bekanntwerden des Rechercheergebnisses ebenso selbstbewusst wie selbstverständlich eine Überprüfung der einzelnen Fälle eingeleitet hätte und sich ebenso selbstverständlich und selbstbewusst den Fragen der Öffentlichkeit gestellt hätte. Und wenn Sie diese Prüfung eingeleitet hätten, dann hätte diese vielleicht ergeben, dass im Fall des 26-jährigen Boris M. aus Wolgast, der von 2 Skinheads mit Springerstiefeln und Faustschlägen malträtiert worden ist, allein dies genug Grund war, um genauer zu extremistisch motivierte Straftat vorliegt. Vielleicht hätte diese Prüfung auch ergeben, dass es sehr wohl ein ernstzunehmender Hinweis auf eine rechtsextremistisch motivierte Straftat ist, wenn die Täter, wie im Fall des Mordes an Horst G. am 22. April 1997 in Sassnitz gegenüber der Staatsanwaltschaft äußerten, sie wollten, Zitat, Assis klatschen. Vielleicht hätte ergeben, dass der Obdachlose 2000 von 3 Tätern umgebracht wurde, von dem bekannt war, dass sie aus der rechten Szene stammen. Und allein dieses war Grund genug, hier in eine detailliertere Überprüfung einzutreten. Und vielleicht hätte diese Überprüfung auch ergeben, dass der Obdachlose Jürgen S. am 9. Juli 2000 in Wismar mit Schlägen und Tritten so schwer misshandelt wurde, dass er kurze Zeit später seinen Verletzungen erlag und dass es sich laut Aussagen der Polizei bei den geständigen Tätern um Rechtsextremisten handelt. Auch im letzten Fall hätte die Prüfung möglicherweise ergeben, Herr Pasteurs, dass die Täter, die den 31-jährigen Asylbewerber Mohammed B. in der Nacht zum 22. April 2001 nahe Jarmen erschlugen, nach der Tat äußerten, man solle sich, Zitat, nicht. Sehr geehrte Untersuchungen wären allein deshalb notwendig gewesen, und zwar in jedem dieser einzelnen Fälle, weil bekanntlich die Innenministerkonferenz im Jahre 2001 eine Erfassung der systematischen
der Systematik für die Einordnung zu rechtsmotivierten Straftaten vorgenommen hat. Und alleine zu diesem Zeitpunkt hätte eine Überprüfung erfolgen müssen. Es wäre ein einfaches gewesen, auch noch nach der Kleinen Anfrage, viele, viele Jahre, die wir kürzlich gestellt haben, die wir sehr einfach zu erklären, dass man die 5 bis dato noch nicht überprüften Fälle nun einer Überprüfung unterziehen würde und das Ergebnis mitteilen werde. Es wäre übrigens auch ein ganz einfaches gewesen, dies der Öffentlichkeit schlicht und ergreifend mitzuteilen. Und ich will an dieser Stelle anmerken, es ging uns, weil der Eindruck konnte aus der öffentlichen Berichterstattung entstehen, dezidiert nicht darum, in allererster Linie die Verantwortlichkeit der seinerzeit tätigen Innenminister zu klären. Und es ging auch nicht darum, in irgendeiner Form Innenminister Cafier zur Verantwortung zu ziehen, sondern, ich finde das auch überhaupt nicht gerechtfertigt, sondern es geht für uns darum, hier an dieser Stelle, wie das übrigens andernorts auch geschieht, ganz normal zu einer Überprüfung zu gelangen und festzustellen, handelte es sich seinerzeit um rechtsmotivierte Straftaten, gerade vor dem Hintergrund, dass wir eine leidige Historie haben zu der Frage der Geschehnisse um den nationalsozialistischen Untergrund. Aber ich habe noch ein Beispiel dafür, wie einfach Politik sein kann. Sie wissen, dass wir uns nach der von uns als völlig unzureichend empfundenen Antwort der Landesregierung auf unsere kleine Anfrage dazu entschieden haben, dieses Thema über diesen Antrag in dieses Hohe Haus, in den Landtag zu bringen. Kaum war dies den demokratischen Fraktionen bekannt, da wurde das Thema durch die SPD auf die Tagesordnung des, wie wir alle wissen, nicht öffentlich tagenden Innenausschusses geholt. Sehr geehrte Damen und Herren, ganz einfach nachvollziehbare Politik wäre, diesem Antrag hier in diesem öffentlich tagenden Gremium wieder mit aller Selbstverständlichkeit zu debattieren, daraus die richtigen Schlüsse zu ziehen und sich auf eine geeignete Form der Prüfung und der Aufarbeitung zu einigen. Ganz selbstverständlich und ohne den Eindruck zu entwecken, man habe etwas in der Nichtöffentlichkeit zu verbergen oder man ignoriere die ernstzunehmenden Recherchen mehrerer renommierter Journalisten. Sehr geehrte Damen und Herren, genau das ist der Grund, warum wir der Auffassung sind, dass diese Debatte hier in den Landtag gehört und nicht in den nicht öffentlichen tagenden Innenausschuss. Sehr geehrte Damen und Herren, immerhin haben inzwischen 3 Bundesländer auf die Diskrepanz zwischen der offiziellen Statistik und der Dokumentation von Tagesspiegel und Zeit reagiert. Sachsen erkannte im vergangenen Jahr rückwirkend 2 Todesfälle aus den Jahren 1996 und 1999 an. Sachsen-Anhalt meldete 3 Gewalttaten aus den Jahren 93 und 99 für die offizielle Statistik nach. In Brandenburg wurde eine unabhängige Untersuchung von mehr als 30 Altfällen gestartet. Partner bei der Durchsicht und möglichen Neubewertung der Opferlisten ist das Moses Mendelssohn-Zentrum der Universität Potsdam. Neben Polizei und Justiz arbeiten auch Vertreter des mobilen Beratungsteams sowie die Integrationsbeauftragte des Landes an dem Verfahren mit. Dies, sehr geehrte Damen und Herren, ist eine geeignete Form der Aufarbeitung. Sie ist geeignet, weil sie öffentlich ist, weil sie offensiv ist, weil sie die Zivilgesellschaft mit einbezieht und sie bemüht sich um die Antwort auf die berechtigten Fragen der Angehörigen der Opfer. Und diese Art der Aufarbeitung ist auch geeignet, das zu erreichen, was die Journalisten von Zeit und Tagesspiegel seinerzeit an wesentliche Motivation ihrer Recherchen deklariert haben. Ich darf zitieren: Mit der Veröffentlichung dieser Liste soll versucht werden, den vielen kaum bekannten Opfern ein Gesicht zu geben und öffentlich anzuerkennen, dass sie nicht Opfer eines normalen Gewaltverbrechens wurden. In diesem Sinne, sehr geehrte Damen und Herren, lassen Sie uns auch in Mecklenburg-Vorpommern diesen wichtigen Schritt machen. Herzlichen Dank. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte auf ein paar Aspekte eingehen, die insbesondere die Kollegen Müller und Sickert gerade hier vorgetragen haben, und möchte da zunächst eine Eingangsbemerkung machen zu dem, was Herr Müller, wie ich finde, zu einem Schwerpunkt in seinem Beitrag hier
gemacht hat. Das ist nämlich die Frage, wie gestalten wir den sogenannten Schweriner Weg? Und vielleicht wissen Sie, dass ich Ihre Beiträge hier im Parlament an anderer Stelle sehr schätze und auch in einem Teilaspekt gerade sehr aufmerksam zugehört habe. Aber ich finde, das, was Sie hier skizziert haben und das, was Sie, ich habe das zumindest so verstanden, an Vorwurfshaltung gegenüber der Bündnisgrünen Fraktion vorgetragen haben, ist auf der einen Seite weder gerechtfertigt noch zielführend. Und wie ich finde, gerade kam der Zuruf von Herrn Ritter, auch überflüssig. Und ich will versuchen, das darzulegen. Der Schweriner Weg, den wir gemeinsam beschrieben haben, und meine Fraktion, das will ich hier ausdrücklich erklären, hat sich in der Vergangenheit sehr, sehr ausdrücklich darum bemüht, dass wir diesen Weg auch weiter gehen, bei unter den unterschiedlichsten Antragsverfahren, die von unterschiedlicher Seite der demokratischen Fraktionen kommen. Er beinhaltet unter anderem, so interpretieren wir ihn, und Herr Ritter hat vorhin darauf hingewiesen, dass dann, wenn es eine Antragsinitiative, die sich mit dem Thema Demokratieentwicklung und Rechtsextremismus auseinandersetzt, die den anderen demokratischen Fraktionen vorstellen. Dies geschieht von unserer Seite mit großer Offenheit, und zwar auch dahingehend, dass dies ein erster Entwurf, ein Vorschlag ist. Und die Offenheit bezieht sich unter anderem auch darauf, dass wir selbstverständlich gesprächsbereit sind mit den anderen demokratischen Fraktionen, an diesem Vorschlag eines Antrages gestalterisch tätig zu werden, auch offen sind für Änderungswünsche. Das ist übrigens geübte Praxis in den vergangenen Jahren gewesen, Bestandteil des Schweriner Wegs. Herr Müller, wir haben genau diesen Weg auch bei diesem Antrag eingehalten. Die Reaktion, auch da könnte ich mich über Fairness oder Unfairness streiten, darauf war die Initiative der SPD-Fraktion, dieses Thema in den nicht öffentlichen Innenausschuss zu ziehen. Und wir standen in der Situation, und zwar gemeinsam mit der Fraktion Die Linken, dann zu entscheiden, akzeptieren wir dieses Verfahren, was nicht mit uns abgesprochen war, oder halten wir diesen Auftrag als, und dazu haben wir uns entschieden, als Antrag der beiden Fraktionen aufrecht. Dann hat es übrigens diesen wohlgeübten Abstimmungsprozess zwischen der Fraktion der Linken und uns gegeben. Und der Ursprungsantrag, das wissen Sie auch, sah anders aus als der, den wir jetzt gemeinsam eingebracht haben. Das, finde ich, ist geübte Praxis und gute Praxis im Sinne des Schweriner Weges. Ich hätte darüber aber hier an dieser Stelle kein Wort verloren, wenn jetzt nicht von Seiten der SPD-Fraktion genau dieses hier thematisiert worden wäre. Und ich will an dieser Stelle nochmal sehr, sehr vorsichtig, ich könnte das deutlich schärfer machen, sehr, sehr vorsichtig sagen, wenn wir uns in diesem Kontext bewegen, und zwar alle demokratischen Fraktionen, dann finde ich es wenig dienlich, wenn wir dann eine Auseinandersetzung bekommen, von Ihnen initiiert, wo zumindest am Horizont die Frage steht, ist hier der Schweriner Weg gefährdet? Für mich ist der nicht gefährdet. Ich werde Ihnen, meine Fraktion wird diesen Weg weiter mit Ihnen gehen. Wir tun dies aus voller Überzeugung. Aber dann sollten wir an dieser Stelle auch fair miteinander umgehen und das nicht zum Gegenstand der Debatte machen. Der zweite Punkt, auf den ich eingehen möchte, weil er für meine Begriffe ein ganz zentraler Punkt ist, ist die Frage, wie gehen wir, weil ich glaube, wir haben sachinhaltlich überhaupt keine Differenzen. Wir haben keine Differenzen, sonst wäre Ihr Antrag ja gar nicht gekommen, zu der Frage, sollen diese fünf Fälle nochmal Gegenstand einer zumindest Diskussion, Anhörung im Innenausschuss sein? Wollen wir darüber nochmal beraten? Wollen wir möglicherweise in ein Verfahren eintreten, wo wir zu einer Neubewertung gelangen, so wie das andere Bundesländer uns vorgemacht haben? Ich glaube, dass wir da keinen großen Unterschied haben, sonst wäre es ja nicht Gegenstand des Innenausschusses. Möglicherweise sieht die CDU das anders, aber die SPD hat es zumindest beantragt. Ich bin der festen Überzeugung, und das sage ich auch hier im Parlament, das ärgert mich, das hat mich geärgert in den vergangenen Monaten, dass wir offensichtlich hier keine gemeinsame Vorstellung haben zu der Frage, ob eine öffentliche Auseinandersetzung zu diesen Vorgängen, der Auseinandersetzung mit dem Rechtsextremismus in diesem Land dienlich ist. Und das will ich ausdrücklich bejahen. Und ich will an dieser Stelle nochmal daran erinnern, was es gekostet hat, damit wir hier überhaupt mal einen Bericht bekommen haben seitens des Innenministers zu der Frage der Bewertung der Vorgänge im Zusammenhang mit dem NSU und dem Verknüpfung oder Nichtverknüpfung nach Mecklenburg-Vorpommern. Und ich finde, auch dies ist jetzt wieder ein gutes Beispiel dafür, dass wir selbstverständlich in aller Öffentlichkeit, so ist unser Selbstverständnis und ich glaube auch das Selbstverständnis der Fraktion Die Linken,
in aller Öffentlichkeit darüber reden wollen und bewerten wollen, ob in der Vergangenheit Mordtaten, Tötungsdelikte rechtsmotiviert waren oder nicht. Ich glaube, dass es der Auseinandersetzung in diesem Land gut tut. Und da in der Tat, meine Damen und Herren, haben wir einen Dissens. Und da hilft Herr Müller und Herr Silkeit auch nicht weiter. Der Hinweis darauf, wir machen eine Beratung im nicht öffentlichen Innenausschuss und anschließend dürfen die Abgeordneten da rausgehen und ihre Interpretation der Beratung dann vortragen. Das ist keine öffentliche Auseinandersetzung, wie ich sie mir wünsche, meine Damen und Herren. Ich will aber an einem anderen Punkt, Herr Müller, Ihnen ausdrücklich recht geben. Ich will Ihnen ausdrücklich recht geben. Sie haben daraus nur eine Interpretation gezogen, die ich nicht für richtig halte. Sie haben vorhin, glaube ich, wörtlich gesagt, es ist nicht ganz einfach einzuschätzen, ob diese 5 Straftaten, über die wir im Augenblick reden, rechtsmotiviert waren. So habe ich Sie verstanden. Da bin ich ganz nah bei Ihnen. Aber ich sage gleichzeitig, eben weil es nicht einfach einzuschätzen ist, und ich glaube, auch der Innenausschuss wird es nicht einschätzen können, ist es erforderlich, sich darüber zu unterhalten, wie wir denn zu einer möglichst objektiven Einschätzung kommen. Weil die Angehörigen haben ein Recht darauf, zu erfahren, ob die Straftaten, ob die Morddelikte seinerzeit rechtsmotiviert waren oder nicht. Dies muss öffentlich geschehen, das muss möglicherweise unter Einbeziehung der Zivilgesellschaft geschehen, so wie es uns die Brandenburger vorgemacht haben. Und dies muss offensiv geschehen und ich hoffe, mit allen demokratischen Kräften in diesem Landtag. Herzlichen Dank. Sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich über die Begeisterung, die jetzt gerade in Teilen der SPD-Fraktion ausgebrochen ist. Aber nehmen Sie einfach zur Kenntnis, es sind noch ungefähr fünf Minuten, ich werde sie nicht ganz brauchen. Aber ich werde auf ein paar Aspekte eingehen, die mir hier an dieser Stelle wichtig sind. Das erste ist, Herr Kaffier hat hier in seinem Vortrag zum Ausdruck gebracht, und Herr Seekert hat das auch schon den Versuch gemacht, der ist aber völlig untauglich. Von unserer Seite würde oder von meiner Seite würde damit ein Misstrauen gegenüber den Behörden, ein generelles Misstrauen zum Ausdruck gebracht. Das ist mitnichten der Fall. Das ist nicht der Fall. Ich sage nur an dieser Stelle, allerspätestens seit der Aufdeckung der Terroraktivitäten des NSU und seit der Aufdeckung des eklatanten Fehlverhaltens der Behörden in ganz Deutschland, glaube ich, gibt es ein öffentliches Misstrauen gegenüber den Behörden. Und wir wären, glaube ich, alle gut beraten, mit diesem öffentlichen, und das ist nicht irgendwie erfunden, das können Sie überall nachlesen, mit diesem öffentlichen Misstrauen so umzugehen, dass wir mit den Vorgängen, die wir hier zu verantworten haben, auch öffentlich umgehen, und zwar ohne Wenn und Aber bis an die Grenze dessen, was möglich ist. Und da haben wir offensichtlich eine unterschiedliche Herangehensweise. Der zweite Punkt ist, Sie haben gerade darauf aufmerksam gemacht, dass ja die Fälle in ausreichendem Maße untersucht worden seien. Und da will ich auf zwei Punkte nochmal eingehen, und das vielleicht ist das vorhin nicht gehört worden, nochmal darauf aufmerksam machen, dass es einfach eine Tatsache ist, dass in Sachsen im vergangenen Jahr rückwirkend 2 Todesfälle aus den Jahren 96 und 99 anerkannt worden sind und in die Statistik aufgenommen worden ist, dass dies in Sachsen-Anhalt für 3 Gewalttaten galt, dass im Augenblick eine öffentliche Aufarbeitung in Brandenburg stattfindet. Es hat sich also offensichtlich verschoben an dieser Stelle und deshalb werden wir gut beraten, hier auch zu einer öffentlichen Aufarbeitung zu kommen. Und wenn ich jetzt höre, naja, es sei ja schon alles untersucht worden und da wird zitiert die große Anfrage der Linksfraktion im Deutschen Bundestag, glaube ich, die Drucksache, ich habe sie hier vor mir liegen, 177161. Und da will ich einmal eine Passage zitieren auf die Frage, wie ist denn untersucht worden. Ich zitiere die Antwort der Bundesregierung. Auch hat die Bundesregierung davon abgesehen, die zuständigen Länder um eine entsprechende Stellungnahme zu den, damals waren es 92 Sachverhalten, zu bitten, da nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts sich der parlamentarische Informationsanspruch der Mitglieder des Deutschen Bundestages nicht auf Gegenstände erstreckt, die sich außerhalb der Zuständigkeit bewegen. Und dann geht es so weiter. Also, es gibt eine Länderzuständigkeit, dieses an der Stelle zu untersuchen, und dem sollten wir nachkommen, meine Damen und Herren. Herzlichen Dank.